Ich muss dir was zeigen. Guck dir das mal an. Du Dickpics, hast du mal sowas auch mal bekommen? Hey, ich bin die Anni und ich spiele in Grasklassenverzehn die Frau Amsel. Yesir, ich bin Ben Muth und ich spiele den Herrn Storch. Ja. So, genau. Und wir schauen uns heute mal eine Szene von den Lehrern aus Grasklassenfahrt 1 an und schauen mal, wie sich unsere Vorgänger so geschlagen haben und schlüpfen dafür jetzt in unsere Grasklassenfahrt-Rollen. Also ich bin jetzt Frau Amsel und du bist... Ich bin jetzt Herrn Storch. Ja, genau. Ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Ich möchte, dass du ein Dickpick von Zeus in die Grasklassenfahrt-Gruppe schickst. Jetzt? Ja, für mich. Okay, also, ja, kannst du machen. Okay. Alles klar. Ja. Okay, da geht's ja direkt schon krass ab. Georg. Der riecht ab da, ey. Lieblingsschüler, Georg. Ich glaube, das ist Das ist die Lehrerin jetzt, oder? Das ist die Lehrerin? Ja, ich glaube, weil sie hat gerade gesagt, Lieblingsschüler, Georg. Oh, wow, wow, wow. Also, da geht ja doch was, ne, wie es aussieht. Ich bin gespannt. Ach, Stanley, ich kann es einfach nicht ertragen, dich so traurig zu sehen. Ich meine, wir sind im Urlaub und wir sind in Frankreich und wir haben einen Pool und das Wetter ist... Ist das? Ich glaube, das ist die Lehrerin schon hier. Wollen wir nicht ein bisschen Spaß haben? Ich glaube, Soll das jetzt Drogen sein oder warum? Ich weiß es auch nicht. Wissen Sie, Frau Sommer, es ist einfach gerade nicht... Das ist eine Lehrerin. Okay. Ja. Der richtige Moment. Okay. Das ist Frau Sommer? Das Krasse ist gerade, die Frau Sommer, jetzt im Falle, ja, da mit Drogen ankommt. Man weiß es noch nicht, oder? Ich denke, das sind Drogen. Ich glaube auch. Und ich finde das richtig falsch. Also was ich machen würde, ich würde einfach nüchtern das angehen. Es passt einfach gerade nicht. Es ist nicht das Richtige. Nein, es passt nicht. Ich wollte Spaß und jetzt passt es nicht. Und das Handy... Ich hab gerade... Es ist einfach vom Zeitpunkt vielleicht unpassend, okay? Wir reden einfach morgen mal, ja? Morgen. Ja. Wissen Sie, es ist einfach nicht das Richtige. Ach so. Aber das ist das Richtige. Also nee, wäre das meine Kollegin, das geht nicht. Ich würde das direkt dem Direktor melden. Würden Sie tun, ja? Ja, würde ich tun. Ja, kann ich auf jeden Fall von Ihnen, das kann ich mir hier auch vorstellen, dass Sie das tun würden, ne? Immer schön petzen. Also, was heißt petzen? Haben Sie Angst? Nee, gar nicht. Also, ich finde das ist sehr deren Sache eigentlich so, oder nicht? Irgendwie. Nein. Das ist eine Lehrer-Schüler-Beziehung. Das darf kein anderer Lehrer verantworten. Ja, das ist die andere Lehrerin mit Georg, ne? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ach, weißt du, Georg, ich denke daran eigentlich schon die ganze Zeit, seitdem ich das erste Mal in meinem Bett gelegen habe. Und ich habe so viele Sachen in meinem Kopf, die wir zwei machen könnten. Weil ich meine, das ist jetzt schon so lange, dass ich dich so toll finde und du bist einfach mein allerliebster. Okay, also Georg scheint so ein richtiger Aufreißer-Typ zu sein. Mhm. So ein richtiger, ja, so ein Macho-Typ. Ja, ja. Lieblingsschüler. Und richtig männlich geworden bist du auch. Du Lude, ey. Sie, Bruder. Sie, Bruder. Sie. Wer ist Ihr Lieblingsschüler? Georg. Komm her. Wow! Oh. Was ist da gerade passiert, ey? Aber ich meine, die Lehrerin hat ja auch eine Affäre mit einem Schüler, von daher darf sie ja auch gar nichts sagen, ne? Was ist denn da los, ey? Okay, krass. Julien, ich muss dir was erzählen. Hi. Hallo, wir haben gerade Streit hier. Ja, ich muss dir trotzdem was erzählen. Kannst du bitte kurz weggehen? Gerne. Danke. Ich muss dir was zeigen. Guck dir das mal an. Das ist von Zeus. Leila! Was denn? Bist du irgendwie verrückt? Das ist so kindisch von dir. Hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Was ist mit dir los? Jetzt hat sie wahrscheinlich ein Bild von den... Dickpick. Ja, in der Sauna, stimmt. Richtig, ja. Das kann wirklich sein. Was ist das für lustig? Ich möchte das nicht sehen. Boah, ey, seitdem du schwanger bist du richtig schlimm drauf. Weißt du das? So Dickpics? Hast du mal sowas auch mal bekommen? Ja.
auf meinem Lehrer-Social-Media-Account. Ja. Wirklich? Ja, ja, auch so? Von Schülern. Vielleicht wollen die mich damit provozieren, ich weiß es nicht. Ich geh. Juline ist so langweilig geworden. Seitdem sie Mutter ist, denkt sie, dass sie alles machen kann und die ganze Zeit rumheulen kann. Jetzt halt doch mal die Fresse! Seht ihr? Aber jetzt mit jungen Jahren Kind zu bekommen, finde ich ganz falsch. Also ich habe meine Pixel ja auch schon recht früh bekommen und ich glaube, sie hat eine ganz gute Erziehung genossen, oder? Ich weiß wollen nicht, also sie, ich sehe ja die ganze Zeit irgendwie... Das eigentlich nicht. Also jetzt, aber ein jetzt, Punkt ist also mir das verstehe ich jetzt wieder als persönlichen Angriff. Nee, also ganz, ganz ruhig. Herr Storch, also das finde ich jetzt gar nicht in Ordnung. Also ich habe jetzt gar nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Doch. Nee, ich wollte doch schon, wollte einfach sagen, dass die Pixel, ja, immer am, am Zucken ist. Also die Pixel ist eine sehr vorbildliche Schülerin in meinen Augen. Ich habe die Erziehung bestens unter Kontrolle. Ja, okay. Also, ja, genau. Ja, okay. Das ist eine komplett neue normal. Ära. Ja, das ist okay. Komplett normal in der heutigen Jugend. Ja, okay, okay. Okay, Stanley, worum geht's? Das ist mir richtig unangenehm. Ich rede nie mit den anderen über irgendwie sowas. Das ist. Ich habe jetzt so lange, jeden Tag, ich hatte immer Sex. Richtig viel. Mehrmals am Tag. Ich weiß, das ist wieder eine private Frage. Und haben Sie oft Sex? Also schlafen Herr, Sie. Herr Storch, naja, ich glaube, das geht jetzt ein bisschen zu weit hier. Wirklich, ja, sorry. Aber Sie können die Frage gerne beantworten. Wie oft Sie mit Paris zum Beispiel schlafen. Ah, nee, Paris, also, wie kommen Sie immer darauf? Also ich mache mit Paris ja gar nichts. Oh Mann, es ist echt schlimm, Stanley so zu sehen. Ich meine, so kenne ich ihn gar nicht. Und ich gebe Beziehungsratschläge, obwohl ich Layla überhaupt nicht mehr verstehe. Ich meine, warum will sie ein Bild von meinem... Ja, der ist jetzt mal voll verarscht worden, ne? Mm. Und checkt noch gar nicht. Das finde ich an... Nicht alle Frauen, aber Frauen sind auch... Okay, Männer auch, aber es gibt beide Geschlechter. Ja, aber es gibt schon... Können fies sein. Was? Oh mein Gott. Jetzt hat er bestimmt sein eigenes Dickpick bekommen. Oh shit. Ich wüsste jetzt mal gern, was das für Drogen sind. Hm, haben das nicht gestern gesagt, ne? Mit... Was? Mir gestern. Und... Georg, also... Was? Also, hast du denn... Hast du Gefühle für jemand anderes? Ja, jetzt würde ich aber echt mal gerne wissen, wie es weitergeht, ne? Ich auch, ey. Das war wirklich schon spannend. Ja. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, wir sind schon die besseren Lehrer. Ja. Wir haben, glaube ich, die Klasse besser im Griff, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von uns. Ciao. Ciao. Think about the things